Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Town of Salem Ranked und wir spielen das Godfather. Bam! Wir sind der Chef der Mafia, ja? Finde ich vollkommen in Ordnung. Habe ich gar nicht anders erwartet. Also ich bin einfach der Boss. Ja, und ob das jetzt als Godfather ist oder als Mayor, mein Gott. Da muss man nicht lange diskutieren. Wir sind leider nur drei Mafiosos. Consigliere ist ganz nett. Giacomo Molnar. The Doctor. Ganz wichtig hier, Hashtag alles Noobs außer Mutti. Und in der ersten Nacht bringen wir um Bacon. I hate this river. Night One, heilen wir André. Mal gucken, ob André überleben wird. Oh mein Gott, jetzt kommt er schon. I hate this role. Don't game through, please. No, I won't. Ich meine, er heißt Bacon, ja. Wenn man der Bacon heißt, könnte man selbst, wenn er lief, nicht sauer, nachtragend sein. Ich meine, Bacon. Bacon! Was will man mehr? Wir haben nicht getötet. Okay, interessant. Okay. Wen haben wir angegriffen? Wir haben Samuel Seaborn. Den haben wir auch geheilt. Samuel Seaborn hat auch ein Lied. I'm Sheriff, Julia ist Mafia. Okay, Julia ist dementsprechend, Was? Okay, Samuel Seaborn ist Executioner. Framed, framed, framed. Okay, Julia wird hier hochgebotet. Okay, boten wir mal mit. Julia hat einen netten Damenbart, würde ich mal behaupten. Und Julia ist definitiv Townie. Julia ist Bodyguard. Okay. Wir sollten Julia angreifen. Einfach nur, um den Bodyguard aus dem Weg zu schaffen. Okay, wir abstainen. Samuel Seaborn ist auch gut. Julia is a man! Guilty, what the fuck? Okay, ich werde nicht voten, ich werde abstainen. What the fuck? Da sind zwei innocent votes und vier guilty. Hat sich da irgendwer als mehr geoutet? Ah ne, da oben sind noch zwei innocent votes. Fuck, hätte ich gewotet, wäre sie einfach tot gewesen. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal auf er wird Exe sein. Wir gehen einfach mal auf einen der Guilty Vote. Ne, der Innocent Vote. Und zwar, er hier ist Survivor angeblich. Wir voten André. Okay, sehr schön. Der checkt Leni. Und André wird jetzt sterben. Bam! Gleich vier Tote. Oh nö. Mein kleiner Bacon ist tot. Warum ist mein Bacon tot? Ich möchte nicht, dass Bacon tot ist. Wir haben natürlich Julia geheilt. Night 2. Julia. Ich meine, sie ist Bodyguard.
Oh, da hat ein Vigilante zugeschlagen. Wen hat er umgebracht? Salami. Bam. Der Vigilante hat die Salami umgebracht. Ein guter Vigilante stirbt dementsprechend auch. Kultist ist durch einen Jailer gestorben, okay. Was war der? Ist ja alles sehr interessant hier. Okay. Er war Jester, mein Gott. Oh, interessant, ob der Typ jetzt wirklich Ex ist. Okay. Ich meine, er könnte noch Exe sein, er wäre das Annie. Interessant. Okay, er sagt jetzt auch, er kann nicht Exe sein, weil das Evil, Neutral Evil ist natürlich schon weg. I am confused. So many things here. Ich meine, der eine Invest sagt, sie ist innocent, der andere sagt, sie ist nicht innocent. Die Frage ist halt, macht er nur auf Echse und ist wirklich Werwolf? Oder nicht? Okay, zwei Votes. Ja, voten wir mal mit und diesmal voten wir einfach mal guilty. Ich meine, wir wissen natürlich, dass sie nicht Mafia ist, aber es kann ja nicht schaden. Wir voten einfach mal guilty. All guilty votes are Mafia. So, diesmal wird sie sterben. Sie spammt auch die ganze Zeit hier irgendwelche lustigen Zeichen für Samuel. Scheiß Gespamme, ganz ehrlich. Und wir töten Town Mute. Hat sich eigentlich wie irgendwer geoutet? Tell us your role and show will, then we know if you know. Ist auch gut, ich meine. Sie hat halt ihre Rolle letztes Mal schon gesagt. Erstmal fragen, was der gescheckt hat. Ja, du musst ja nicht direkt sagen, der Town Mute hat gelieft. Das könnte der Dings sein, der Vigilante. Okay, Escort, Leni muss sterben. Escort kann, gerade wenn wir hier nur noch Godfather sind und kein Mafioso mehr. Und warum sollte ich einen Jester killen? Da ist kein Jester mehr. Es ist hier alles sehr verwirrend. Okay, da ist ein Lever, ein toter Vigilante, ein exekutierter Samuel Seawall und die umgebrachte Leni. Bam. Das heißt, Town Mute war nicht mal der Vigilante. Okay. Lenny ist auch gut. Es gibt einen Godfather und einen Mafioso in der ersten Nacht und sie schreibt hier, ich habe Julia geroadpackt. Sie muss böse sein. Ja. So, Town Killing ist auch raus. Ja, Jailer ist tot. Also hat getötet.
Oha. Also wenn das stimmt. Das Problem ist die Mafia, der Werwolf wird vermutlich auf ihn gehen. Okay, zweiter Invest ist tot. Salami wurde resurrected. Das heißt, es gibt einen dritten Town Support. Was war Salami? Da ist kein Bodyguard, aber gut. Okay. Ich bin verwirrt, ich weiß doch gar nicht, worum es geht. Er hat jetzt als Invest revealed. Okay, als Jailer, ich muss ihn umbringen. Das Problem der Dings, der Salami kann natürlich. Ja. Die Frage ist nur, bringt der Werwolf den Jailer um? Soll ich den Jailer umbringen? Okay, Deodat Lawson. Okay, wir haben jetzt mal abstained. Ich hoffe, der lief auch direkt. Reveal, please, so I don't execute. Okay. Okay. Bitte hab nicht mich. Gut, der hat nicht mich. Salami wird er am wenigsten mitnehmen. Ich hoffe mal, der Werwolf geht auf den Jailer. Das heißt, wir können den Invest töten. Es könnte knapp werden. Okay. Wobei, wenn der Werwolf den Jailer tötet und einen zweiten mit, dann stehe ich da mit. Ja, okay. Ich bin relativ safe. Noch. Wir müssen den Werwolf halt töten, weil ich kann ihn. Okay. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist doof. Jetzt stehen da zwei Townies und der Werwolf. Wenn die jetzt nicht ganz dumm sind, dann ist der Werwolf. Dass der Werwolf nicht auf den Jailer geht. Warum? Verstehe ich nicht. Also ich wäre als Werwolf auf den Jailer gegangen, einfach aus dem Grund, die Wahrscheinlichkeit, dass der Mafioso oder die Mafia halt den Jailer angreift, ist doch relativ hoch. Also warum nicht? Ja, Deodat Lawson ist SK, definitiv. So, why you call me dumb? Erstmal schreiben. This retarded town so doesn't deserve this win. Da hat er recht. Kann man nicht anders sagen.
So, einer von den beiden ist jetzt Mafia, nicht Mafia, Werwolf. Das heißt, sie müssen heute töten. Oder morgen töten. Weil sonst tötet der Werwolf und hat gewonnen. Gut. Ich meine, der Goldspring hat ja Survivor geclaimed von Anfang an, was ja durchaus möglich ist und dementsprechend ja. Rock Trier ist die Wahl. Samuel Siebel schreibt jetzt Mafia deserves to win. Mafia hat nicht gewonnen. What the fuck? Hey. Ja. Will ich schon mal sagen, Rock Trier wird jetzt sterben. Rock Trier ist jetzt gestorben. Bam. Rock Trier ist tot. Okay, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dürft ihr natürlich ein Like da lassen. Ihr dürft uns auch abonnieren. Ist kostenlos hier auf YouTube. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Town of Salem Ranked. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit und bye bye.